Das ist nicht viel, was ihr fahren müsst. Einmal im Prinzip hin und zurück. Wir müssen hier nun vielleicht mal fegen. Haben wir einen Feger irgendwas? So machst du das, ne? Da ist Dreck. Nee, kann das mal jemand bitte auch zu Hause? Mich? Auch zu Hause. Entschuldigung, aber ich habe hier Dreck gesehen. Verzeihung. Ich kann auch selber fegen, das ist ganz... Guck mal her. Das möchte ich gerne. Ich kann ja, auch selber fegen. Wenn so. Nee, da applaudiert ihr jetzt. Das also. Nur wohin? Oh. Nee, oh. Kannst du nicht. Ja. Das kannst du nicht, mein Lieber. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Vielleicht erwischen. Wir brauchen einen Wischer. Ja. Vielleicht anzünden, dann geht es weg. Ja oder nicht. Brennpaste. Ah, da kommt der Kollege. Aber nicht, dass er jetzt hier klebt. Lass, ist doch Schnurzpiep egal. Lass das doch irgendwie da. Was hat er gesagt? Ja, Wurst. Also, Ja? Rapper hinterlassen halt Spuren, ja. Was soll man sagen? Das klebt nicht. Was hast du gesagt? Oh, der war gut, der war einfach gut. Ich hab nur den Fernsehen an, das war sensationell. Ja. Man muss so zuhören, Elton, genau zuhören. Wenn er so gut war, schneiden wir den raus. So. Also, ihr müsst jetzt gleich mit dem Roller-Duelle gegeneinander fahren. Von der Startziellinie einmal um die erste Pylone, dann um die zweite Pylone und wieder über die Startziellinie. Wer die Runde schneller fährt, gewinnt den Durchgang. Wenn eine von euch den Boden berührt, verliert man sofort den Durchgang. Ah. Also hier Fuß wieder nicht auf dem Boden. Okay. Wer als erstes 5 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Die eine Seite fährt links rum, die andere Seite rechts rum und nach jedem Durchgang wird gewechselt. Oh, okay. Kannst du einmal ablaufen, was wir fahren sollen? Ja, kann ich machen. Hier die Richtung. Machen wir das. Wie klingt das nochmal? Ah, okay. So. Und dann über die Linie. Okay. Und das ist hier Start und Ziel. Und wenn wir hier wieder ankommen? Richtig. An der Pferdseite. Sobald die Linie berührt ist, gilt es als angekommen. Okay, cool. Und wir tauschen aber auch die Felder? Ihr tauscht nach jedem Durchgang die Felder. Okay, cool. Also erst und dann logischerweise auch die Richtung. Okay, also sie fährt hier so rum und ich fahre dann so rum. Richtig? Genau. Ich kann nicht so mit rechts und links. Okay. Ja, dann mit dem, aber wieso? Mit dem Kran hast du es doch sehr schnell hingekriegt. Nee. Ja, wer möchte wo anfangen? Erstmal sucht euch, es ist völlig Wurst. Ich hole mal unsere Helme schon. Ja. Für die Sicherheit. Danke. Bitte. So, gut. Hast du eine favorisierte Seite? Ich bleib hier. Ach so, warte kurz. Jetzt muss ich aber mich erstmal wieder... Pass auf, hab ich nicht... Wo hab ich denn die Münze? Wer fährt jetzt wo lang? Siehste? Mir ist richtig klug. Wer fährt wo lang? Also, wir würfeln, pass auf, die Farbe, die ich jetzt hier werfe, fängt hier an. Okay. Okay. Dann haben wir es richtig fair. Gut. Rot. Rot, da. Und ich fahre in die Richtung? Richtig. Sehr gut. Und ich fahre so, ne? In die Mitte richtig. Da? Aber ich schieb das, weil ich darf es noch nicht ausprobieren, richtig? Ich glaube, das habe ich verstanden. Nee. Richtig oder falsch? Ihr dürft es nicht ausprobieren. Okay, man muss doch und wir fahren gleichzeitig? Wir fahren gleichzeitig. Am Anfang gesagt, man muss alles fragen, was ja, man wissen ja, das ist auch vollkommen richtig. Was hast du denn jetzt nur vor? Ich kann gut einparken, siehst du das nicht? Was wird das? Ich möchte nur das Klischee bestätigen. Welches? Meins. Ist das auch geplant, dass wir so stehen? Ne? Da hat sich einer schon was bei gedacht. Nee, du darfst dich da auch schon drauf. Ah, ich darf mich da schon drauf? Ja. Okay. Warte. Und dann darf ich aber hier vorne an die... Ja, darfst du auch. Linie darf ich dranfahren. Mhm. Okay, also, okay. Aber nicht reicht, mehr dann, nicht mehr dann... Das reicht aber, sobald ich die berühre mit dem Düngen, bin ich durch. Richtig? Wenn du was? Wenn ich die mit dem Reifen berühre, die Linie, bin ich am Ende. Okay. Dann bist du am Ende. Und, so, und dann, wenn ich wieder hier bin, bin ich am Ende, wenn ich drüber bin. Wenn du zweimal... Ach, zwei Runden muss ich machen. Nein, nee, einmal zwei, da, dann fährst du wieder schnurm über die Linie. Ja. Also hin und zurück. Ja, weil wir gucken, wie oft wir ihn fragen können, bis wir ihn verwirrt haben. Wir kriegen den noch weich heute, glaub mir. Ich glaube auch. Das glaube ich nicht. Ihr seid dann soweit bereit? Los. Los. So, jetzt erstmal das Ding in Gang kriegen. Das ist nämlich erstmal die erste Aufgabe. Aber das haben beide jetzt geschafft. Und dann tatsächlich mit einer kurzen Frequenz, mit kurzen Hügen hier die Geschwindigkeit. Das war die halbe Runde sozusagen. Guck mal an.
Janine kommt hinterher. Ja, wie eng fährt man die Kurven, ist dann auch die große Frage. Und knapper Sieg für Blau, wie es für mich aussah, also für Charlotte. Wir gucken gerne noch mal rein, aber... Ja. Blau. Oh Mist. Nee, nicht immer noch. Echt jetzt? Ja. Geil. Immer noch schlecht. Gib mir mein Dreirad. Die ist immer noch schlecht. Okay. So, dazu müssen wir noch erzählen. Vorhin draußen beim Karussellfahren war Charlotte ein bisschen schlecht, falls Leute jetzt erst zu uns gekommen sind. Aus welchem Grund auch immer. Wir begrüßen Sie recht herzlich. Wir haben hier... Janine, ein bisschen zurück. Ja. Janine Michaelsen und Charlotte Würdig also. Ihr seid bereit? Mhm. Sei denn, du stößt dich... Warte mal, ich gehe einmal kurz nach vorne und dann gehe ich nämlich zurück. Pass auf. Ja. So. So? Ist okay? Ja. Los! Wir haben also ein schönes Duell, nicht nur hier im Spiel Nummer 8, Tretroller, sondern allgemein in der Show. Die Damen schenken sich überhaupt nichts. Ein schönes Kopf-an-Kopf-Rennen auch. So, und jetzt Janine, richtig schnell unterwegs. Die Kurven haben es in sich. Jawohl. Da spürt man plötzlich Gehkräfte. So, das war richtig stark. Oh, entschuldige, jetzt habe ich den. Hm? Also bitte, das war nicht so nett. Das war jetzt richtig krass gerade. Ich wirklich wie ein Idiot, ne? Einfach auch. Ja, wobei vielleicht auch die Stellung der Pedale schon beim Start eine gewisse Rolle spielt, bei der Beschleunigung. Nur so als eine Idee. So, Charlotte ist ein bisschen zurück, ne? Ja, sorry. Aber nur ein bisschen. Gut, nur gucken, ob er aufpasst. Ja, auch. Von der Pylone winkend. Ich muss sehr kleinlich da sein. Ja, bitte, sehr kleinlich. Alles gut. Ja, also wir machen sozusagen vorn, ja. Los! So, los geht's. Mal gucken. Jetzt Charlotte sehr schnell, aber Janine, ja, die kriegt so richtig raus. Leichter Vorsprung. Ja, hat diese Bahn hier vorne irgendeinen Vorteil? Kann ich mir nicht vorstellen. Sie sind beide genau gleich lang. Hast du auch das Gefühl, der geht leichter als der? Oder ist es nur mein Kopf? Ja? Ich weiß es nicht. Ich finde, die gehen beide relativ. Dafür machst du es aber ganz gut. Ja, gleichfalls. Ihr seid so süß. Du auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Oh. Ich liebe diese Sendung. Okay, das sieht gut aus. Ja, vielleicht noch einen Tick. Ja. Ja, ne? Ja. So? Nee, warte. Ja. Los! Ah, diese Beschleunigung. Wenn es dann erstmal läuft, geht gut. Hm, tatsächlich hier. Wobei, so weit ist Charlotte nicht weg. Nehmt ihr auch ein bisschen eine andere Fahrlinie. Dicht an der Pylone, da driftet das Gerät fast. Zack, über die Linie. Wir machen es aber auch spannend. Ja. Ich glaube, die Seite geht wirklich ein bisschen, ich weiß nicht, ist auch wirklich nur Psychologie in meinen Kopf. Psychologie in meinen Kopf. Psychologie in meinen Kopf sagt, das geht leichter. Das ist die nächste Single von Kontra K. Psychologie in meinen Kopf. Hier, wie viele Durchgänge müssen wir denn machen? Was haben wir jetzt? 5 muss man gewinnen, das steht jetzt, glaube ich, 2-2. 2-2. Boah, 5 muss man gewinnen. Ja. Seriously? Ja, warte, ich guck nochmal. Okay, cool. Komm, ja, mit. Aber es geht doch schnell. Warte. Ja, absolut. Ich bin noch auf der Linie. Ja, ich sehe das. Kannst du ruhig ein Stück. Ja, so ist gut, so ist gut. Okay. Los! So, Charlotte also hier. Ich gucke auch noch mal hin. Wie gesagt, der Abstand ist genau identisch dieser Pylonen. Weiß nicht, ob man hier durch die Linkskurve weiter nach rechts rausfahren kann. Kann es aber irgendwie nicht sein. Du warst jetzt vorne, du warst da nur ein kleines... Hey, ist wirklich, es ist irgendwas in meinem Sacker, in meinem Kopf. Einfach in meinem Kopf.
So, wir gucken mal hin. Nee, am Gefährt kann man nichts erkennen. Nee, das ist... Das. Okay, nicht irgendwie was locker? Ja, ziemlich, aber nicht da. Cool. Drei zu zwei Charlotte. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Ah. Ah. Also nicht, dass ich was dagegen tun könnte, aber jetzt habe ich verstanden, was passiert. Aha. Gut. Okay. So schön. Nehmen wir uns mit auf deine Reise. Das ist genau wie auch im Kindergarten, wenn man diese Sachen gefahren ist. Es gibt so einen Punkt, wenn man da steht, dann rutscht es einfach durch. Dann rutscht der Reifen einfach durch und greift nicht mehr. Das ist bei den Dingern einfach so. Das ist ein Konstruktionsfehler, der schon für viele Streits auf dem Spielplatz gesorgt hat. Das möchte ich an der Stelle mal sagen. Ja, das wird sein. Nehmen Janine den Tick zurück wieder. Ja, so. Ich? So? So? Los! So, jetzt gucken wir mal. Ja, hinten Charlotte. Und Janine muss immer noch gegen die Gehkräfte kämpfen, hat aber auch hier schon wieder den leichten Vorteil gehabt zur Halbzeit. Kommt jetzt an. Charlotte wird ganz weit rausgetragen. Ausgleich wieder 3:3. Crazy. So, da haben wir es gesehen. So, jetzt bin ich gespannt, was aus dieser Kindergartengeschichte jetzt wird. Ach du, gar nichts. Jetzt sage ich dir, wie es ist. Guck mich an. Wenn aus irgendwas was geworden wäre, wäre ich dann hier? Wahrscheinlich schon. Nee, kein Mitleid, ist schon okay. Wirklich. Wenn aus mir was geworden wäre, wenn nicht was Anständiges. Wenn du was Anständiges gelernt hättest, dann geht aber für uns alle hier, ne? Da seid ihr auch dann wärst du leider nicht hier, wenn du was Anständiges gelernt hättest. Das stimmt. Und wie schade das wäre. Das wäre sehr, sehr schade. So. Ja, obwohl, das ist wirklich immer minimal. Aber alles gut, do it. Los! Ja, oh, Probleme bei Janine hier gerade. Ah, jetzt hat sie zwar eine schöne Geschwindigkeit, aber dieser Verlust dort hier gerade durch dieses Problemchen, ja, kann man nicht aufholen. Charlotte zieht's durch. Es war Absicht. Ich wollte zeigen, was man für coole Stunts machen kann. Ja, aber eins kann ja nicht passieren, einen Hodenriss gibt's hier nicht. Okay. 4:3 für Charlotte. Sie muss noch den Durchgang jetzt gewinnen. Dann hat sie auch das Spiel gewonnen. So. Janine also gerade mit einem sogenannten Wheelie, als sie ein bisschen Rücklage bekommen hatte. Ups. Warte. Ja. Los. So, jetzt hinten also. Ja, sehen wir schon mit dem Vorteil. Und wirklich, diese kurzen Frequenzen, die man noch gehen muss, immer noch im leichten Vorteil. Ist das die Chance, das Ding nach Hause zu bringen? Jetzt kommt Janine aber wieder so ein bisschen von der Piste abgekommen. Nee, ich glaube schon. Millimeter. Achtung. Da hebt sie an. Ja. Guter Move. Charlotte gewinnt. So, also wurde der Bann der Bahnen doch gebrochen auf dieser Seite. Der Bann der Bahnen, stimmt. Wichtige Punkte für Charlotte, denn jetzt steht es 18:18. Gleichstand. Ihr wollt keine Schlag den Star-Videos mehr verpassen? Das kann ich sehr gut verstehen. Dann abonniert doch einfach den Kanal und aktiviert die Glocke.